Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, meine lieben Zuschauer. Es ging genau 4 Tage und mein SEC-Projekt hat einen neuen Besitzer gefunden. Das ist so, also ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hatte das Auto nirgends inseriert. Es lief nur über dieses Video, beziehungsweise es waren ja 2 Videos. Einmal habe ich das Auto ja reinbekommen und dann im letzten Video habe ich es dann ja aktiv zum Verkauf angeboten und aktiv auch das Projekt angeboten, was ja für mich persönlich eigentlich auch so die wichtigere Sache an dem Ganzen war, weil ich einfach auch selber richtig Lust habe auf dieses Projekt. Ich habe da ja schon kurz angeteasert, wir können hier einen Whitebody draus bauen, so wie mein Whitebody, der hier steht, und wir haben jede Möglichkeit, uns künstlerisch frei zu entfalten. Und wie das Glück es so wollte, oder ja, was heißt Glück? An sich, für mich persönlich macht es jetzt keinen großen Unterschied. Ich habe einfach nur Lust drauf. Und entsprechend hat sich dann über die Kommentarfunktion hier auf YouTube ein Herr, ich weiß jetzt nur nicht, ich habe mich noch mit ihm noch nicht persönlich getroffen. Das Auto ist angezahlt, deswegen jetzt auch dieses Video, weil ich jetzt schon eine gewisse Verbindlichkeit hier habe. Ihr wisst ja, wie das ist. Die Leute reden immer viel, wenn der Tag lang ist, und ich habe da schon oft genug meine schlechten Erfahrungen gemacht und bin auch schon ein paar Mal wirklich, ja, gut, auf die Schnauze geflogen, kann man jetzt nicht sagen, weil mir ist da jetzt nicht wirklich was passiert, aber man verliert halt Zeit und man verliert auch ja Kunden, also wirklich vielleicht vernünftige Interessenten, die das Auto gekauft hätten, die man dadurch irgendwie auf die lange Bank dann schiebt oder wie man das auch nennen mag, ihr wisst, was ich meine. Wenn ein Schwätzer zu mir sagt, ich nehme das Auto, ich habe aber erst übernächste Woche Zeit zu kommen und so weiter. Oh, jetzt muss ich ganz kurz ans Telefon. Business geht vor, Leute. Da bin ich in der Vergangenheit eigentlich drauf eingegangen und habe oft auf die Leute dann auch gewartet. Zum Beispiel beim 123er, den habe ich ja auch rein über YouTube-Video und Instagram verkauft. Da war dann auch einer da, mit dem habe ich telefoniert, wahrscheinlich schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit demjenigen telefoniert, alles ausgemacht. Es war gerade Sommerzeit, er hat ein Gartengeschäft und so und hat gesagt, ja, jetzt momentan ist eher schlecht von der Zeit und so, ich soll doch ein bisschen warten, aber er will das Auto haben. Und dann verläuft sich alles irgendwann einfach im Sande und keiner will mehr irgendwas vom anderen wissen. Auto steht immer noch da, andere Interessenten wurden dann nicht richtig bedient oder das Auto war dann gar nicht mehr aktiv auf dem Markt sozusagen. Und ja, was passiert dann? Dann bleibt man halt auf seiner Ware sitzen. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich da jetzt eben nicht mehr so die Nummer fahre und auf Vertrauen setze, weil, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ich gehe da immer davon aus, dass die Leute so ticken wie ich. Also wenn ich jetzt wirklich Bock auf etwas habe, dann will ich das auch sofort haben und will dann auch nicht warten. Und wenn ich sage, ich nehme das, dann ist das auch, dann hat das Wort auch Gewicht, aber das hat heutzutage wohl ja nicht mehr, also hat sich was verändert, die Leute sind einfach anders geworden. Lange Rede, gar keinen Sinn, heißt, ich habe dann das Auto an jemand anders verkauft, wenn wir es jetzt beim 123er haben, da war ein Interessent da, mit dem, muss ich jetzt ehrlich sagen, also kann ich ja ehrlich sein, da war einfach nicht so der Vibe da. Er hat das Auto zwar dann zugesagt, mit ein paar Voraussetzungen, die ich hätte noch erfüllen müssen bei dem Ding, und irgendwie war man sich da nicht so, im Nachhinein, nicht so sympathisch. Und ja, dann kam eine Woche später jemand anders, mit dem war alles top. Der hat mein 123er gekauft, liebt das Auto und hat alles 1A funktioniert. Und ja, da war ich dann auch froh, dass ich den ersten Interessenten nicht wirklich aktiv festgenagelt oder aktiv so verfolgt habe, um zu versuchen, dass er unbedingt das Auto nimmt. So ist es. Vor allem im Oldtimer-Bereich finde ich es sehr wichtig. Es ist nicht wichtig, das Auto schnell an den Mann zu bringen, sondern man braucht den richtigen Käufer für sein Auto. Und das kann man, glaube ich, nach einer gewissen Zeit ganz gut einschätzen. Ich sage den Leuten auch immer, hattet ihr schon mal einen Oldtimer? Wisst ihr, was so ein Oldtimer eigentlich so mit sich bringt? Es ist nicht so, wie in einen Golf einzusteigen und einfach zu fahren, sondern man muss sich dessen bewusst sein, dass so ein Auto Pflege braucht, Werkstattbesuche vorprogrammiert sind. Wenn man nicht viel selber machen kann, sind es auch wirklich enorme Kosten, die da auf einen zukommen, wenn man halt auch viel mit dem Auto fahren möchte. Wobei man da im Mercedes-Bereich schon sehr gut aufgestellt ist. Da muss man bei den alten Porsches eher ein bisschen aufpassen, weil da die Technik ein bisschen anfälliger ist. Bei Mercedes ist es schon eher so, jetzt gerade beim 123er, 300er Turbodiesel, da steigt man eigentlich ein und fährt. Da gibt es in der Regel, wenn man ein rostfreies, schönes Auto hat, gibt es da im Normalfall eigentlich keine Probleme. Sowas als auch bei meinem Auto. Und beim SEC ist eigentlich das Gleiche. Ja, zurück zum Thema, Leute. Der SEC ist verkauft.
ich habe den Kunde ja mit dem alles soweit am Telefon ausgemacht. Der kommt von ein bisschen weiter weg, deswegen haben wir uns noch nicht getroffen. Das Treffen wird in ungefähr 2 Wochen. In 2 Wochen werden wir uns dann auch persönlich kennenlernen und haben ausgemacht, dass wir das ganze Projekt eben nochmal komplett durchgehen, damit er auch weiß, was er dann am Ende des Tages für ein Auto bekommt. Und ich freue mich extrem drauf, weil der Plan ist schon ziemlich cool. Ich habe aber eine schlechte Nachricht für alle Leute, die kommentiert haben, die türkise Innenausstattung unbedingt rein muss. Das wird leider nicht der Fall sein. Also da hat er gesagt, hey, AMG-Paket, alles gut, aber türkis, da habe ich, ist nicht so meins. Kann ich auch verstehen, ist einfach jetzt nicht so die Allerweltsfarbe. Und ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass man dann lieber Leder schwarz reinmacht. Ist dann wahrscheinlich auch, wenn man irgendwann das Auto wieder verkaufen möchte, wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher und vernünftiger. Deswegen alles gut, alles entspannt. Wir machen das Auto innen komplett neu. Also der kriegt eine komplette Lederausstattung neu bezogen. Also Sitze, Armaturenbrett, Türseitenverkleidungen, Teppich, A-Säulenverkleidung, Himmel, wird alles beledert mit Leder und Alcantara oder halt Mikrofaserstoff. Und außen wird er kein Breitbau. Es wird ein normales AMG-Paket-Auto werden. Also er kriegt vorne die AMG-Lippe, er kriegt die AMG-Schweller, er kriegt den AMG-Heckansatz und vielleicht, weiß ich noch, das müssen wir mal noch klären, ob er noch den AMG-Spoiler auf dem Kofferraum drauf haben möchte. Da habe ich mich bei meinem Whitebody dagegen entschieden, weil ich das von der Optik her jetzt nicht so passend finde, aber das muss man dann eben noch besprechen. Ich guck mal, ob wir vielleicht dann auch ein Video machen können, wenn der Kunde dann hier ist. Dann könnt ihr euch auch ein bisschen was drunter vorstellen, wie das abläuft. Und seht dann auch, wie das sich anfühlt, wenn man das Auto zum ersten Mal sieht als Laie und blind einen Oldtimer gekauft hat. Also dazu gehört natürlich schon auch ein bisschen Mut, weil an so einem Auto sind immer irgendwelche Sachen. Wir haben klar jetzt in dem Fall eine komplette Restauration vor uns, das heißt auf Lack und Innenraumzustand muss man jetzt keinen Wert legen, wird eh alles neu gemacht. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch beim Käufer für den Vertrauensvorschuss bedanken, den er mir gegeben hat, ohne mich jemals persönlich gesehen zu haben oder das Auto. Von dem her sehr entspannt. Ist jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Also ich habe das schon damals bei meiner weißen G-Klasse war das so. Da hat der Kunde den vollen Kaufpreis bezahlt. Ich habe ihm das Auto bis nach Hamburg hochgefahren und SEC 560er habe ich damals blind verkauft vor 2 Jahren oder so. Und den 500er, den ich jetzt wieder zurückbekommen habe, habe ich vor 1,5 Jahren auch blind verkauft. Also ja, das kommt schon öfters vor. Und ich glaube, keiner hat das bis jetzt bereut. Falls du ein Auto bei mir blind gekauft hast und das bereut hast, dann schreib entweder hier unten jetzt in die Kommentare rein oder schreib mir eine Mail, weil ich glaube nicht, dass es da eine einzige Person geben wird, die das nicht nochmal machen würde. Ja, soweit so gut, Leute. Projekt steht. In 2 Wochen kommt der Kunde, dann geht's hiermit weiter und im nächsten Video zeige ich euch wieder einen Oldtimer, ein ganz besonderes Auto, das ich jetzt zum Verkauf anbieten werde. Das wird sehr, sehr spannend und damit ihr nichts verpasst, vergesst nicht den Abonnieren-Knopf zu drücken, Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.